Wir bleiben bei Game Factory. Diesmal geht's in die Partyspielecke. Das ist richtig. Wir haben Colorbrain, das Partyquiz für Farbbekenner. Also Leute, die wissen, wie die Sachen in welchen Farben aussehen. Das ist ein Spiel für 2 bis 12, aber je mehr mitmachen, umso mehr Spaß macht's. Ja, das ist ja bei den meisten Partyquiz so, wobei man da sagen muss, es ist dann, wenn es für 12 ist, das sind es Teams. Aber das lässt sich bei dem Spiel hervorragend machen, wie wir gleich sehen werden, weil man nicht sprechen muss miteinander und trotzdem im Team spielen kann. Ich bin gespannt. Regeln sind uns noch nicht bekannt, aber das werden wir jetzt gleich ändern. Das Spiel liegt hier vor uns aus. Was müssen wir tun? Das Spiel ist ganz simpel. Wir haben hier in dieser lustigen Fragebox eine Frage drin. Die kann man vorlesen oder man kann sie auch einfach rumgeben, wie auch immer. Da steht jetzt zum Beispiel drauf, schwerstes bekanntes Tier der Erdgeschichte. Und es ist eine Farbe, ja? Und jetzt hat jeder Spieler in der Hand einen Satz Farbkarten. Das heißt, die Antwort ist bereits auf der Hand. Also jeder hat sie schon, die Lösung in der Hand. Ja, jetzt muss er nur noch rausfinden, welche Karte ist denn richtig. Und dann macht man das, wie wir das auch schon getan haben. Man wählt eine Karte aus und jetzt sind wir ganz fest gespannt, ob das alle wissen. Und genau, und jetzt würden wir das aufdecken. Dann haben wir nochmal eine Karte und ja, der Vorführeffekt hat nur halb funktioniert. Ich erkläre gleich warum, ist egal. Jetzt gehen wir schauen mit dem magischen Moment. Ne, was ist die richtige Farbe? Es ist blau. Ist der blau Wal? Wird auf den Brontosaurus getippt, der ist grün. Ja, das ist, glaube ich, verbrieft, dass das wirklich der blau Wal ist. Und so vom Wissen, wenn man das schon schaut, glaube ich, war das auch so. Jetzt haben wir hier einen ganz tollen Wertungsblock, vor allem mit einem tollen Regenbogenfarbstift, passend zu Color Brain. Und weil ein Spieler in unserer Runde, wir nennen ihn jetzt nicht, das nicht gewusst hat, bekommen... Man muss das ja als Beispiel bringen. Genau, ne? Bekommen alle Spieler, die außer dem zweiten, hier einen Punkt. Ja? Also so viele Punkte, wie es nicht gewusst wurde. Aber das ist ja noch nicht schlimm. Dann nimmst du die Farbkarte zurück und wir gehen zur nächsten Frage. Kurz noch, wir hätten hier auch noch den Farbkopierer gehabt für den Andreas, richtig, ja? Mhm. Für den Andreas, also wenn er nicht gewusst hätte... Hätte auch den Farbkopier legen können und dann hätte er beim Aufdecken eine der ausliegenden Farben kopieren können und die neu hinlegen, aber natürlich wieder verdeckt, damit man auch nicht sieht, welche Farbe er kopiert. Wobei jetzt vorher wäre es ein Witz gewesen. Da man die auch nur einmal brauchen kann, empfiehlt es sich, die eher zu nehmen, wenn zum Beispiel wie bei der nächsten Frage, eine wunderschöne ludophile Frage. Spielfiguren beim originalen Mensch ärgere dich nicht für 6 Personen. Ich muss jetzt mehrere Farben legen. Jetzt musst du 6 Karten legen. Ganz genau. Beim originalen Mensch ärgere dich. Ja, das ist natürlich eine Traumfrage für alle Fans von Spielen. Ne? Da sind wir doch alle damit groß geworden. Ja, die ersten 4 sind leicht. Ja, ich bin jetzt hier... Ich sollte nicht 7 legen, wenn 6 gefragt sind. Das ist schon mal nicht so clever. Welches ist die für 5 und 6? Genau. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wisst die 5, ne? Dann könntet ihr jetzt für die 6. Vielleicht kann das ja mal jemand machen für den... Vorzeigemodus, dann kann er da jetzt diese Kopiererkarte legen. Ne? Okay, dann hätten wir wieder den Moment des Aufdeckens. Ich glaube, rot, gelb, grün, blau ist ziemlich eindeutig. So, wir haben jetzt 2 Farbkopierer. Ne? Und jetzt die 2 Spieler, die farbkopieren wollen, die können jetzt schauen, welche Farben haben wir 2 Spieler noch gelegt. Und eine dieser Farben könnt ihr kopieren. Ihr wählt also die aus eurem Stapel aus. Bitte wieder verdeckt hinlegen, weil sonst sieht der andere ja, was du auswählst. Für immer aus dem Spiel. Für immer aus dem Spiel. Hast du einmal im Spiel. Wir haben noch eine Spielvariante drin. Wenn du ganz schlecht bist im Spiel und immer verlierst, dann kannst du die wieder zurückbekommen. Genau. So, jetzt decken die anderen Spieler diese Karte auch nochmal auf. Wir haben Raum. Ich glaube, weiß ist zu einfach. Ich glaub nicht. So, jetzt kommt der große Moment der Enthüllung. Ich könnte das jetzt noch etwas spannender machen. Wir machen es jetzt einfach mal so. Wir haben also rot, blau. Nee. Ist das gelb? Ja, das wäre gelb. Grün, schwarz ist richtig. Violett. Violett. So, hat irgendjemand das richtig? Ja, wir haben alle versagt, inklusive dem Redaktor, der die Fragen bearbeitet hat. Das ist super. von dem her, ja. Wäre das eine Nullerrunde? Das wäre eine Nullerrunde. Da passiert nichts. So, jetzt würden wir annehmen, wir wären alle ganz talentiert gewesen und hätten das gewusst, dann gäbe das die Karte in die Mitte. Dann gibt es so eine genannte Pottpunktkarte. Das heißt, jetzt in der nächsten Runde kriegen wir die dazu noch. Machen wir noch 1 und das ist das letzte dann. Auch eine Frage, die übrigens auf der Schachtel steht, aber nicht die Lösung. Taxis in New York, London und Rom.
die Farben der Taxis in New York, London und Rom. Das ist jetzt die Frage für die Globetrotter. Ne? London und... Das ist die, die meisten nicht wissen. Aber ist ja egal, ne? Okay, dann vielleicht ab und zu mal verreisen. Nein, Spaß beiseite. Wenn man kein Geld für Taxis hat, ne? Ja, genau. Ja, das, ich fahre doch immer Uber. Oder jetzt die Scooter, ne? Die könntest du vermutlich auch besser. Also gut, dann machen wir wieder die großen Momente. Ja, okay. Genau, und jetzt kannst du kreativ überlegen, was könnte es sein. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube auf den Redakteur. Jetzt schaust du mal. Nein, ich habe extra falsch gespielt, ist egal. Ja, wir waren jetzt alle falsch, nämlich das Weiß aus Rom, wussten wir nicht. Und damit verlieren wir leider auch diesen Pottpunkt, der geht zurück in die Box. Bleibt eine Runde enthalten. Genau. Ja. Ja. Okay, es hätte auch länger sein können, wenn wir schon wieder alles gewusst hätten. Ja? Und so geht das Spiel weiter, bis bei zwei Spielern oder Teams 10 Punkte erreicht sind. Oder bei 3 bis 4 Spielern oder Teams 15 Punkte erreicht. Das ist jetzt natürlich die spannende Frage, wie viel habt ihr denn von diesen Karten in diesem Spiel? Weil ich sehe auch schon von vorne und hinten sind sie doppelt bedruckt. Genau. Also werden schon einige drin sein. Ja, es sind einige. Es sind 300 Fragen. Und das sind natürlich nicht so Fragen wie, was ist die Hauptstadt von ich weiß nicht was, sondern das sind schon Fragen, die etwas kniffliger auch zu machen sind. Und sie sind auch speziell. Man diskutiert hin und wieder auch mal über eine Frage. Und da hat man schon eine Weile dran zu spielen. Und man vergisst es auch immer wieder. Auch noch schnell hinweisen möchte ich, wenn wir schon visuell sind, auf unser Credo des Spiels. Das kann dann jeder nachlesen. Ich kann es kurz vorlesen. Wenn du eine Farbe mal nicht weißt, auch wenn es zum Grün und Blau ärgern ist, lass dich nicht vergraulen, denn wenn du nur noch rot siehst und schwarz malst, kommst du bei Colorbrain auf keinen grünen Zweig. Rate einfach ins Blaue hinein oder spiel deine Farbkopiererkarte. Das ist das Credo von Colorbrain. Bitte einmal auswendig lernen und immer am Abend vor dem ins Bett gehen raufsagen. Dann danke ich dir vielmals für die Vorstellung. Gerne.